Hallo und willkommen bei den Spielgenuss mit Melanie und Angelo und dem Magnificent von Aporta Games. Die Autoren sind Eilif Svensson und Christian A. Osby, die kennen wir von Santa Maria, dazu später aber ein bisschen mehr. Das Spiel ist für 1 bis 4 Personen und ab 14 Jahren. Ja, und im Spiel selber schlüpfen wir natürlich in die Rollen eines Zirkusdirektors, versuchen unsere Show schön zu kreieren und vorzuführen. Dazu müssen wir aber auch auf Reisen gehen, Zelte entsprechend aufbauen, unser Camp ausbauen und natürlich haben wir Trainer, die wir hier entsprechend beschäftigen wollen und einsetzen wollen. Wie das jetzt genau funktioniert, erklärt Angelo euch jetzt in den Regeln und danach sehen wir uns zu einem Fazit wieder. Ich zeige euch hier das Setup für eine Zweispielerpartie von The Magnificent. Ich werde im Verlauf des Videos in die einzelnen Bereiche reinzoomen, damit ihr eine bessere Übersicht habt. Aber jetzt werde ich erstmal hier euch im Groben alles erklären. Wir haben hier natürlich den Hauptspielplan mit den verschiedenen Bereichen, in denen wir Aktionen machen können. Hier haben wir die Ressourcen, die kommen schon praktischerweise in vorgefertigten Trays. Hier habe ich schon Teile für das Setup vorbereitet. Hier sind die einzelnen Spielerbereiche. Den Bereich für den zweiten Spieler habe ich nicht aufgebaut wegen Platzgründen, aber es reicht, wenn ihr einen Spieler seht. Führt das Setup für zwei Spieler wie folgt durch. Wir haben hier oben die Mastercards, die werden gemischt und dann werden hier 3 offen ausgelegt in einem Spiel zu zweit. Da drüben haben wir die Trainer Tiles mit dem T, hier werden ebenfalls 3 aufgedeckt. Hier haben wir die Reiserouten, hier haben wir diese kleinen Chips, da wird auf jedes dieser Felder, wo darunter so eine Karte ist, zufällig einer dieser Chips gelegt, also insgesamt 15 Stück. Hier haben wir die Route mit den lila Teilen, mit den grünen und den orangenen, stellt den entsprechenden Wagen auf den eingekreisten Bereich der passenden Farbe. Die Kernmechanik des Spiels ist natürlich ein Dice-Place-Mechanismus, also ein Würfelplatziermechanismus. Deswegen brauchen wir auch Würfel. In einem Spiel zu zweit brauchen wir 3 grüne Würfel, 3 orangene Würfel, 3 lila Würfel und 2 durchsichtige Würfel. Die werden gewürfelt und bleiben zufällig hier auf dem Hauptzelt liegen. Hier haben wir die Poster, die brauchen wir später, um Shows aufzuführen. Da werden 4 Stück aufgedeckt und hier haben wir den Nachziehstapel. Ich habe schon gesagt, die Ressourcen kommen in diesem wunderschönen Tray, das heißt, wir haben hier alles griffbereit. Legt das so hin, dass jeder Spieler gut hinkommt. Hier haben wir Teile für das Camp, hier haben wir die Edelsteine und Geld. Legt hier noch 3 Trainer-Tiles bereit, die werden nachher noch verteilt vor Spielbeginn. Dann bekommt jeder Spieler ein zufälliges Startposter. Das ist daran zu erkennen, dass es im Gegenzug zu den normalen Startpostern eine grüne Rückseite hat. Wir geben jedem Spieler also 2 und die übrigen kommen hier zurück in die Schachtel. Ich habe meine Karten gesleeved, aber da sie ein bisschen spiegeln im Licht, habe ich jetzt für den Aufbau des Videos einige Karten wieder entsleeved. Also wundert euch nicht, dass hier gesleevte Karten und nicht gesleevte Karten dabei sind. Jeder Spieler bekommt ein Spielerboard. Achtet darauf, es gibt eine A- und eine B-Seite, dass die bei allen gleich ist. Und oben drüber ist eine Nummer, römisch abgebildet. In meinem Fall die 1. Das heißt, ich brauche jetzt diese Karten aus meinem Deck, von den Trainer-Cards, ebenfalls mit der Nummer 1 hier unten abgebildet. Alle Spieler müssen also passend die Trainer-Cards zu ihrem Playerboard der Zahl entsprechend aussuchen. Das Startposter und alle anderen Poster, die wir bekommen, werden später hier oben in die freien Felder gelegt. Das erste Startposter kommt immer auf die ganz linke Seite, hier wo das Zelt auch schon unterlegt ist. Dann bekommt jeder Spieler einen orangenen, grünen, lila und durchsichtigen Edelstein und platziert ihn hier auf seinem Board. Jeder Spieler bekommt erstmal 6 Geld, 2 Hüte und einen Trainer. Wir bestimmen jetzt noch einen Startspieler. In diesem Setup werde ich den Startspieler machen. Der Startspieler platziert einen seiner Hüte hier unten auf die 1 und dann im Uhrzeigersinn platzieren alle weiteren Spieler ihren Hut darüber. Der Startspieler muss jetzt noch dem Spieler rechts von sich eine Münze abgeben. Das heißt, in einem Spiel zu zweit bekommt diese eine Münze der zweite Spieler. Wenn ihr zu dritt oder zu viert spielen würdet, wird immer der Spieler die Münze bekommen, der als letztes in Zugreihenfolge ist. Dann haben wir noch diese Trainer-Tiles, da habe ich ja schon gesagt, da bekommt jeder Spieler 1 davon. Und zwar läuft das jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Also der Spieler, der am weitesten vom Startspieler weg sitzt, sucht sich zuerst 1 hier aus. Also sagen wir mal, er nimmt sich dieses Teil. Würden wir jetzt mit mehr als 2 Spielern spielen, würde es, also wie gesagt, gegen den Uhrzeigersinn weitergehen. Der nächste Spieler nimmt sich 1, der nächste Spieler nimmt sich 1. In meinem Fall bin ich ja der einzige Spieler, der noch mitspielt. Das heißt, ich habe den letzten Pick. Ich entscheide mich für dieses Teil und lege es hier unten auf mein Spielerboard. Und dieses Teil kommt zurück in die Schachtel. Jeder Spieler platziert jetzt noch seinen runden Punktemarker hier unten auf die 0 und dann kann es losgehen.
The Magnificent wird über 3 Runden gespielt, in denen wir 4 Aktionen machen können. Wir haben also im kompletten Spiel nur 12 Aktionen. Das Ganze ist, wie gesagt, über Würfel gesteuert. Das heißt, die Spieler werden sich im Verlauf der Runde sich hier oben Würfel wegnehmen und damit Aktionen machen. Je höher die Augenzahl der Würfel ist, desto stärker ist die Aktion im Spiel. Wir müssen aber am Ende jeder Runde, also das heißt 3-mal im kompletten Spiel, diese Würfel auch bezahlen, und zwar immer entsprechend des Wertes der höchsten Farbe. Also würde ich beispielsweise diese beiden Sechser in Orange nehmen, müsste ich am Rundenende, also nach 4 Zügen, 12 Geld bezahlen. Die Aktionen im Spiel sind relativ einfach, denn es gibt nur 3 unterschiedliche. Ich könnte reisen gehen, bekomme dafür neue Edelsteine und Zelte, die ich brauche, um Shows aufzuführen. Ich kann mir neue Camp-Teile nehmen und auf meinem Spielplan verbauen. Ich schalte mir dadurch Boni frei, brauche diese aber auch, um diese Shows zu erfüllen. Und das ist dann nämlich der dritte Punkt. Ich kann Shows erfüllen, da muss ich hier die Voraussetzung haben, dazu aber später mehr. Der Startspieler entscheidet sich jetzt also für eine der 3 Aktionen. Das wären Reisen, Show aufführen oder sein Camp ausbauen. Die Show aufführen kann er zu Beginn noch nicht, denn ich bräuchte, um diese Show aufzuführen, ein grünes, kleines Camp-Teil, was hier verbaut ist. Das kann ich ja noch nicht haben, weil wir ganz am Anfang der Runde sind. Nachdem der Startspieler also sich für eine Aktion entschieden hätte, ist im Uhrzeigersinn der nächste Spieler dran, so lange, bis jeder Spieler 4 Aktionen gemacht hat. Und wie funktioniert das jetzt genau? Ich habe schon gesagt, es gibt Würfel entsprechend der Farbe, die wir hier brauchen, um Aktionen zu machen. Dann haben wir noch die klaren Würfel, das sind Joker. Die werden am Schluss zu dem Wert, der am höchsten ist, dazugerechnet. Dazu später mehr. Ich entscheide mich jetzt also, reisen zu gehen. Ich schnappe mir hier diese grüne 5. Ich lege sie jetzt auf eine dieser Karten und bekomme hier noch einen Bonus. Ich entscheide mich mal, das hier drauf zu legen. Ich bekomme sofort ein Geld in meinen Vorrat und ich darf jetzt eine Reiseaktion mit dem grünen Wagen im Wert von 5 machen. Das heißt, der Wagen bewegt sich jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Und ich bekomme immer die Edelsteine, über die ich ziehe oder darauf stehen bleibe. Ich bekomme auch das Zeltteil, auf dem ich stehen bleibe, aber nicht über das ich drüber ziehe. Ich bekomme jetzt also einen grünen, lila, grünen und dieses Zeltteil. Die Edelsteine, die ich bekommen habe, muss ich hier drauf platzieren. Ihr seht schon, da ist nur Platz für 3. Was passiert, wenn ihr mehr habt, erkläre ich euch gleich. Und das Zelt, das ich bekommen habe, muss ich jetzt auf 1 dieser 4 freien Felder legen. Ich bekomme natürlich als Belohnung das, was hier unten abgedruckt ist, als Gegenleistung einmalig in dem Moment, wo ich dieses Zelt hier drauf lege. Das heißt, ich lege jetzt beispielsweise das Zelt hier drauf. Ich bekomme jetzt hier eine neue Karte und ich bekomme 2 Edelsteine in Weiß. Das sind nachher auch Joker. Ich nehme mir also diese 2 Jokersteine aus dem Vorrat, lege sie wieder auf mein Tableau. Und darf mir jetzt, wie gesagt, eine Karte aussuchen. Das heißt, ich nehme mir diese raus und jetzt kann ich mir überlegen, wo ich sie platzieren möchte. Die Sache ist, wenn ich eine Show aufführe, kann ich die Show nur dann aufführen, da wo auch Zelte sind. Also wenn ich diese Karte hier platziere, kann ich sie nachher nicht aufführen, wenn ich eine Show mache, denn ich habe hier kein Zelt, wie hier abgebildet. Deswegen lege ich die Karte mal hier hin, um sie später auch aufführen zu können. Nachdem hier eine Karte genommen wurde, decken wir hier sofort eine neue Karte auf. Was würde passieren, wenn wir hier mehr als 3 Edelsteine haben? Das sehen wir hier oben. Habe ich 4 Edelsteine oder mehr, bekomme ich für jeden Edelstein, der über wäre, ein Geld, aber keinen Edelstein. Dann zeige ich euch nochmal kurz, was es beim Reisen noch geben könnte. Ihr habt ja gesehen, ich bin jetzt hier auf diesem Zelt stehen geblieben und habe dadurch das Zelt bekommen. Aber jetzt ist hier kein Zelt mehr, sondern eine Karte. Und jedes Mal, wenn ich mit meinem Wagen darüber ziehe oder darauf stehen bleibe, bekomme ich hierfür eine Karte. Denkt nochmal dran, wenn ihr die Zelte überquert, ohne darauf stehen zu bleiben, bekommt ihr das nicht. Ihr müsst dafür stehen bleiben. Ich erkläre euch jetzt die Aktion Bauen. Ihr seht schon, hier in der Bauaktion gibt es die Augenzahlen an, wie viele Bauteile ich bekomme. Gleiches Spiel, ich suche mir hier oben einen Würfel aus. Ich schnappe mir mal diesen orangenen Würfel mit der Nummer 6, weil ich möchte jetzt hier ein bisschen was verbauen und lege ihn hier auf dieses Feld. Durch diesen Zusatz bekomme ich jetzt plus 1 auf diesen Würfel, das heißt, es ist keine 6, sondern eine 7. Und ihr seht schon, mit einer 7 könnte ich 2 kleine Camp-Teile bauen. Die sind auch nochmal hier oben abgebildet, was die kleinen Camp-Teile sind. Es gibt die roten, die grünen und die lilanen. Entsprechend der Farbe des Würfels kann ich aber auch nur das Camp-Teil bauen, außer ich gebe einen Helfer aus, dazu später aber mehr.
Ich möchte jetzt aber nicht diese 7 bauen, sondern ich möchte die 9 haben und dafür ein großes und ein kleines Teil kriegen. Und dafür kann ich immer diese Edelsteine abgeben. Ich könnte jetzt beispielsweise diesen Edelstein abgeben, das ist hier abgebildet. Und dadurch wird die Augenzahl meines Würfels um 2 erhöht. Ich habe ja schon eine 7, ich gebe den Orangenen ab, habe jetzt eine 8, eine 9 und kann damit diese Bauaktion machen in Orange. Das heißt, ich nehme jetzt ein großes Teil und ein kleines orangenes Teil und darf es jetzt irgendwo hier auf diesem Feld verbauen. Ich darf dabei Linien überqueren, ich darf das so bauen, ich darf natürlich nicht außerhalb bauen. Und immer, wenn ich etwas überbaue, bekomme ich hierfür Punkte. Es gibt Siegpunkte, es gibt Edelsteine, also ich bekomme nicht immer Punkte, sondern ich bekomme eine Belohnung. Das hier wären Siegpunkte, das ist ein weißer Edelstein. Hier bekomme ich einen neuen Helfer, was der macht, erkläre ich euch. Und hier bekomme ich Geld entsprechend. Hier unten haben wir noch Felder, wo ich Karten bekommen würde. Ja, das war's, glaube ich. Also, ich entscheide mich jetzt, diese Camp-Teile zu verbauen. Und zwar verbaue ich sie vielleicht clever, denn am Ende bekomme ich noch Punkte für jedes Feld, was hier zugepuzzelt ist, und zwar 4 Stück. Deswegen entscheide ich mich jetzt mal nicht für eine Belohnung, sondern ich mache das einfach hier voll, weil es wären am Spielende schon 4 Punkte. Weiße Edelsteine bringen mir auch nichts, deswegen mache ich das so. Ich bekomme sofort 2 Siegpunkte. Ich zeige euch jetzt zum Verständnis, wie das hier mit diesen Würfeln funktioniert, in meiner dritten Aktion nochmal diese Bauaktion. Und zwar nehme ich mir hierfür die grüne 1, lege sie hier drauf. Das heißt, ich darf diesen Würfel auf eine beliebige Seite drehen und ich hätte jetzt gern eine 7. Ich habe hier eine 5. Deswegen drehe ich den hier auf eine 2. Jetzt habe ich in Summe 5, 6, 7. Und jetzt kann ich diese 7er Aktion machen. Ich muss nachher aber auch die höchste Summe bezahlen. Das ist in diesem Fall 7. Wenn ich jetzt nochmal Orangene nehme, würde das sich steigern. Ich habe jetzt also eine Summe von 7 und dafür kann ich jetzt mir 2 kleine grüne Teile raussuchen. Das heißt, ich nehme mir dieses Teil und dieses Teil, weil eins brauche ich ja für diese Show. Ich verbaue es jetzt einfach mal ganz sinnlos, ohne mir hier Boni zu nehmen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Denn jetzt zeige ich euch noch die 4. und letzte Aktion, die ich jetzt hier machen kann. Und zwar ist das eine Show aufführen. Und um diese Show aufzuführen, habe ich jetzt hier mal einen weißen Würfel genommen, der ja als Joker gilt. Jetzt könnte ich also sagen, diese 3 soll jetzt hier zu diesen grünen gezählt werden. Jetzt hätte ich also einen Wert von 5, 8, 10. Das heißt, ich könnte jetzt hier oben im 10er-Bereich 2 Shows aufführen. Ich möchte aber eigentlich nur eine machen. Ich habe es euch trotzdem mal gezeigt, damit ihr versteht, wie diese Würfel in Crystal, also diese klaren Würfel, funktionieren. Der Nachteil an diesen klaren Würfeln ist, dass ich die später auch noch bezahlen muss, dazu aber am Ende des Videos mehr. Ich möchte jetzt also eine Show aufführen. Ich habe einen Wert von 10, das heißt, mein Hut geht jetzt hier oben auf die 10. Ich könnte bis zu 2 Shows aufführen. Ich habe auch 2 Shows, aber ich habe die Bedingung dieser Karte hier nicht erfüllt. Das heißt also, ich erfülle nur diese Show und bekomme jetzt hierfür Punkte und Geld. Unten links sind die Punkte abgedruckt, das heißt, ich bekomme einen Siegpunkt sofort auf der Leiste. Ich bekomme als Belohnung ein Geld und ich bekomme noch das, was hier unten abgedruckt ist, also nochmal 2 Geld. Die Show, die ich aufgeführt habe, wird auf die Seite gelegt. Ich lege sie einfach mal hier auf einen Ablagestapel oder hier oben auf einen Ablagestapel, der mir persönlich gehört, denn diese Shows können später noch wichtig sein für Siegbedingungen. Wenn alle Spieler 4 Würfel genommen haben, endet die Runde und wir kommen quasi in die Abrechnungsphase. Bevor wir das machen, erkläre ich euch aber noch diese kleinen Helfer, denn die sind sehr wichtig, um das Spiel ein bisschen zu beeinflussen. Ihr seht hier auf dem Spielplan diese Trainer-Tiles, davon habt ihr ja persönlich auch ein eigenes bei euch im Vorrat liegen, auf das gehe ich später ein. Und ihr seht hier oben immer abgebildet, wie viel Trainer ihr ausgeben könnt pro Runde bzw. müsst, um diese Aktion zu machen. Ich könnte mich jetzt also entscheiden, einen meiner Trainer, den ich habe, auf eins dieser Felder zu legen und die entsprechende Aktion zu machen. Ich gehe die einfach mal schnell mit euch durch. Wir fangen hier oben an. Wenn ich meinen Trainer hier reinsetze, kann ich, bevor ich die Show aufführe, Karten tauschen. Denn ihr habt ja schon gesehen, ihr könnt nur dann Shows aufführen, wo ihr auch ein Zelt habt. Habt ihr also vielleicht euch eine Karte genommen, die ihr keinen freien Platz für ein Zelt hattet, euch aber jetzt super viele Punkte gibt, könnt ihr mit dieser Aktion diese Karten hier oben bei euch im Spielbereich tauschen. Das nächste Feld, wenn ich hier einen Trainer reinmache, ich sage jetzt mal speziell einen, darf ich, wenn ich baue, mir unterschiedliche Teile nehmen. Das heißt, normal darf ich ja, wenn ich einen orangenen Würfel benutze, mir auch nur orangene Teile nehmen. Also angenommen, ich dürfte mir 2 orangene nehmen. Setze ich einen Trainer hier rein, kann ich jetzt die Farbe von einem dieser Teile ändern. Ich könnte jetzt sagen, ich möchte statt diesem orangenen ein grünes Teil haben.
Wenn ich hier mehrere reinsetze, könnte ich das auch mehrfach machen. Ich könnte jetzt also sagen, dieser orangene Würfel soll gar nicht orange sein, sondern das soll mir dann einen lila Teil geben und so weiter. Hier habt ihr also die Möglichkeit, die Teile für euer Camp in der Farbe zu ändern. Auf diesem Teil könnt ihr ein oder mehrere eure Trainer einsetzen und für 2 Geld könnt ihr euch hier eine neue Posterkarte holen. Hier unten haben wir immer, wenn wir reisen, dürften wir jetzt quasi rückwärts fahren, weil wir drehen uns immer im Uhrzeigersinn. Das geben diese Pfeile hier an. Mit dieser Aktion dürfte ich auch rückwärts fahren. Hier drüben kann ich Würfelergebnisse tauschen, aber nur entsprechend des abgedruckten Werts. Also ich könnte eine 3 in eine 4 oder eine 4 in eine 3 und so weiter ändern. Nachdem ihr diese Aktion gemacht habt oder auch mehrere davon gemacht habt, werden die Trainer wieder entfernt. Also ihr könnt keine anderen Spieler damit blockieren. Jetzt habt ihr aber noch eigene Trainerteile auf eurem Spielertableau. Ihr habt zu Beginn ja schon einen Teil gezogen und im Laufe des Spiels werdet ihr noch 2 weitere Teile dazu bekommen. Dazu später aber ein bisschen mehr. Ihr könnt also auch zusätzlich einen eurer Trainer ausgeben, wenn ihr ihn denn habt, um diese Aktion benutzen. Und das wäre jetzt hier beispielsweise immer, wenn ich baue, hätte der Würfel, für den ich das Bauen benutze, einen Wert von 2 bzw. um 2 höher. Jetzt kommen wir aber wirklich zum Ende der Runde. Jetzt haben jeder Spieler 4 Würfel benutzt und als allererstes müssen die bezahlt werden. Ich hatte schon gesagt, ihr müsst sie bezahlen, entsprechend des höchsten Wertes. Ihr zählt jetzt also die Farben zusammen. Ich habe also eine orange, eine 6, hier eine 5, 6, 7. Das heißt, ich muss schon mal 7 für diesen grünen bezahlen. Mache ich einfach mal 5, 6, 7 und ich muss noch jeden Crystal, also jeden durchsichtigen Würfel bezahlen. Das ist in diesem Fall 3. Das kann ich nicht. Jetzt bekomme ich Minuspunkte. Die Minuspunkte sehen wir ganz da oben. Mein Arm ist jetzt leider nicht so lang. In der ersten Runde bekomme ich einen Minuspunkt pro Geld, das ich nicht bezahlen kann. In der zweiten bekomme ich schon 2 Minuspunkte pro Geld. Und in der dritten sogar 3 Minuspunkte pro Geld, das ich nicht habe. Als nächstes bekommen die Spieler neue Mastercards und Trainer-Tiles. Und zwar bekommt den ersten Pick, also der erste, der sich hier was aussuchen darf, ist der Spieler, der hier mit seinem Hut am weitesten oben ist. Hätte ich beispielsweise noch eine Show aufgeführt und hätte meinen Hut hier, werden alle Hüte oder alle Spieler, die 2 Hüte haben, der mit der unteren Position wird erstmal entfernt und dann wird geschaut, welcher Spieler hat die höchste Position. Es können niemals 2 auf dem gleichen Feld sein, deswegen gibt es nur einen, der an höchster Position ist und dieser Spieler hat den ersten Pick. Ich habe die höchste Position, ich darf mir also jetzt hier eine Karte aussuchen und auch das entsprechende Trainerteil nehmen. Ich sage jetzt einfach mal, ich möchte diese Karte und dieses Trainerteil. Danach würden sich die anderen Spieler hier in Reihenfolge der Hüte etwas nehmen. Im Spiel zu zweit gibt es hier aber auch noch eine Besonderheit und zwar schauen wir jetzt, ist mindestens eins dieser Felder frei zum höchsten Hut. Das heißt, wäre der Rote nur hier und nicht hier. Dann darf der erste Spieler hier noch eine Karte rauswerfen. Er macht es also dem zweiten Spieler ein bisschen schwieriger, denn er kann schauen, was würde er denn hier gebrauchen können. Und ja, ich entscheide mich jetzt einfach mal, ich schmeiße das raus, denn der Spieler war ja noch hier unten. Er war also nicht mindestens hier. Das heißt, ich schmeiße dieses Set raus und der rote Spieler kann sich jetzt nur noch dieses Set hier nehmen. Die Karte, die ich mir genommen habe, kommt hier in meine Auslage und das Trainerteil kommt hier auf mein Tableau. Der nächste Schritt, was wir jetzt machen, ist Mastercards punkten lassen. Und zwar seht ihr, auf der unteren Seite gibt es für spezielle Sachen Punkte. Ich muss mich jetzt also für eine dieser Karten, auch wenn ich möchte, die neue, die ich noch gar nicht benutzt habe, entscheiden, um diese Karte zu werten. Es gibt hier Sachen drauf, wie ich kann hier eine Münze abgeben, pro Münze bekomme ich 3 Geld, das kann ich aber maximal 7 Mal machen, also in Summe 21 Punkte. Oder hier beispielsweise würde ich 4 Punkte für jedes große Teil bekommen, was ich auf meinem Plan verbaut habe. Das kann ich aber auch maximal 5 Mal machen, also in Summe 20 Punkte. Ich entscheide mich also jetzt für eine dieser Karten, die ich werten möchte. Ich entscheide mich jetzt also einfach mal, diese Karte hier zu werten. Sie sagt, ich muss mir jetzt den Wert meiner meisten farbigen Würfel ansehen. Das ist also 5, 6, 7 inklusive dem weißen Würfel oder den weißen Würfel, die ich habe, das ist hier 3, das heißt also 10. Ich werte jetzt diese Karte, die gibt mir 10 Siegpunkte, aber diese Karte mit dem Bonus hier oben ist jetzt für mich aus dem Spiel. Das heißt, die lege ich ebenfalls auf meinen privaten Ablagestapel und diese Karte rutscht hier rein. Ihr habt also immer im Spiel 4 Karten mit Sonderfähigkeiten und wo ihr Würfel drauf platzieren könnt. Danach kommt die Aufräumphase, das heißt, wenn wir Trainer benutzt haben, die kommen ja hier weg, habe ich gesagt, und die werden hier oben in das Zelt gelegt und die bekommt ihr jetzt wieder. Ihr nehmt euch die also zurück, na, wo bist du, und legt sie bei euch wieder aufs Tableau, um anzuzeigen, dass sie bereit sind für die nächste Runde.
Die Würfel kommen hier runter, die werden nachher neu gewürfelt, hier oben hin. Und dann müssen wir hier wieder auffüllen. Das heißt, wir legen 3 neue Mastercards aus. Wir legen auch 3 neue Trainer-Tiles raus. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Und dann wird die Spielerreihenfolge festgelegt. Der Spieler, der am weitesten oben ist, wird Startspieler. Der geht hier unten auf die 1. Und dann gehen wir von unten nach oben ab, wie die neue Spielerreihenfolge ist. Im Spiel zu zweit ist ja dann klar, der zweite Spieler wird der zweite Platz in der Spielerreihenfolge. Der Startspieler würfelt jetzt alle Würfel neu, legt sie hier oben ins Zelt und das gibt quasi die Würfel für die nächste Runde an. Ihr spielt jetzt also die nächste Runde genauso wie die der vorigen. Der einzige Unterschied ist, in der letzten Runde werdet ihr keine Trainer-Tiles mehr nehmen, nur noch Mastercards und die Werten. Und dann kommen wir zur Schlusswertung. In der dritten und letzten Runde habt ihr auch wieder 5 Karten, die ihr werten könnt. Das heißt, ihr entscheidet euch für eine Karte, die ihr werten möchte. Das heißt, ich entscheide mich jetzt einfach mal für diese und bekomme dafür die Punkte. Die übrigen Karten, die ihr habt, werdet ihr jetzt aber auch noch werten. Ihr bekommt hierfür aber nur die halbe Punktzahl. Ihr schaut also, welche Punkte würdet ihr für die Karte bekommen, würdet ihr hierfür 10 Punkte bekommen, halbiert ihr die Punkte und gebt euch nur noch 5. Das macht ihr für jede Karte und nehmt euch die Punkte. Dann gibt es noch Punkte für Geld, und zwar sind 5 Münzen ein Siegpunkt. Habt ihr also 10 Münzen, würdet ihr noch 2 Punkte bekommen. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, ihr bekommt jetzt auch noch Punkte für Zonen, die ihr hier befüllt habt. Ihr könnt eure übrig gebliebenen Edelsteine benutzen, um hier Felder voll zu machen. Das habe ich hier mal gemacht. Ich habe hier oben nochmal 3 und hier 2 hingelegt. Damit habe ich auch dieses Feld voll gepuzzelt. Und ich habe dieses Feld voll. Ich habe also 2 Felder voll gepuzzelt. Mit den übrigen 3 kann ich leider nichts voll machen. Das heißt, ich bekomme jetzt einfach nochmal 8 Punkte, weil ich habe 2 dieser Felder voll gepuzzelt. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt das Spiel. Ich habe es am Anfang schon gesagt, die beiden Autoren haben schon Santa Maria gemacht und Santa Maria, finde ich, ist wirklich ein ganz cooles Dice-Placement-Spiel, hat mir total gut gefallen. Da wurde aber immer das Thema so ein bisschen kritisiert, weil wir quasi die spanischen Eindringlinge waren. Hier bei The Magnificent haben wir jetzt ein ganz cooles Thema. Es wirkt zwar super düster auf diesem dunklen Spielplan, aber wir als Zirkusdirektoren müssen eben unseren Zirkus managen, müssen Shows aufführen, gehen auf Reisen, ja, bauen unseren Zeltplatz aus und das funktioniert wirklich prima. Egal, ob jetzt die Technik mit den Würfeln, also der Dice Placer oder auch das Puzzeln, ich finde, das ist richtig cool kombiniert. Ja, vielleicht hat dieses düstere Blatt einfach dieses Mystische von einem Zirkus. Man weiß es ja nicht, im Zirkus ist man ja immer so fasziniert, wenn diese Shows laufen und hier müssen wir wirklich richtig ordentlich arbeiten, dass überhaupt unser Zirkus anläuft. Und dabei darf man natürlich aber seine Trainer nicht außer Acht lassen, finde ich, auch wenn die am Anfang so ein bisschen, ach ja, da könnte ich ja mal, die sind wirklich, wirklich ganz schön wichtig in dem Spiel, ja, weil wir haben ja wirklich tatsächlich nur 12 Runden Zeit, das ganze Spiel über und haben 3 verschiedene Aktionen zu tun und das ist auch schon eigentlich das ganze Spiel, hört sich jetzt wenig an. Muss aber ordentlich was gemacht werden. Genau, weil das Fiese ist ja eigentlich mit dieser Würfelmechanik, oder das Fiese, das Coole und wie es verzahnt ist, ist halt, ich kann zwar starke Aktionen mit hohen Augenzahlen machen, und wenn ich die auch noch im gleichen, also wenn ich sie noch höher machen will und 2 gleiche Würfel nehme, muss ich die am Ende ja natürlich bezahlen. Kann ich das nicht, gibt es dafür Minuspunkte. Und ich finde, wie das gelöst wurde, ist wirklich mal ein cooler Kniff wieder. Und auch das Puzzle-Element, da war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, weil das hat mir bei den letzten Euros mit Puzzle-Elementen irgendwie nur so semi-gut gefallen. Und dachte, na, okay, hier finde ich, passt es total gut rein. Es passt so thematisch so ein bisschen. Ich baue so meinen Zeltplatz aus. Ich kriege halt direkt Bonis ins Spiel und kann dann wieder so Mini-Ketten aufbauen. Ich kriege dann halt einen Helfer, den kann ich gleich einsetzen. Die Mechaniken greifen wirklich super ineinander und fühlen sich überhaupt nie aufgesetzt an, finde ich jetzt. Genau, und wir haben es tatsächlich jetzt schon mehrfach so gehabt, nur weil jetzt jemand wirklich vorausrennt. Es sei gesagt, auch die, wo zuletzt nach hinten liegen, können das Spiel echt noch reißen, weil wirklich am Anfang macht man nur so ein bisschen Punkte, mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Und wenn man dann seine Engine gebaut hat, dann geht es aber ab wie Schnitzel, würde ich sagen. Genau, und das ist auch echt ein cooles Element im Spiel. Man hat hier verschiedene Taktiken, die man ausprobieren kann. Wir hatten jetzt auch einen Fall mit Marcel, als er hier war, hat einfach in der letzten Runde erst 5 Shows aufgeführt. Und hatte mal einfach in einer Runde, weiß nicht, 100 Punkte gemacht. Das war schon abartig, habe ich auch noch nie gesehen, so, aber auch mal cool, sowas auszuprobieren. Also ihr habt da wirklich so viel Variabilität im Spiel, wie ihr eure Taktik ausprobieren könnt, wie ihr sie einsetzen könnt.
Sehr, sehr abwechslungsreich, das Ganze. Für uns wirklich ein rundum gelungenes Spiel, würde ich sagen, auch wenn ich mit dem Namen nicht ganz so klarkomme. Also The Magnificent, ich kann's manchmal, wenn ich will, ist wirklich ein richtig tolles Spiel und wir freuen uns persönlich tatsächlich, dass es jetzt auch in Deutsch kommen wird und ja, vielleicht habt ihr es ja schon gespielt, sagt, wir haben es angespielt, wir wollten aber erstmal abwarten, ob sich da noch was tut. Also jetzt könnt ihr dann demnächst zugreifen, schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, habt ihr dieses Spiel schon auf dem Schirm, habt ihr es gespielt oder sagt ihr, oh, Zirkus interessiert mich gar nicht. Lasst einfach einen Kommentar da, gerne auch ein Abo und ein Like und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut, ciao.